Servus, liebe Kinderautoren, schön, dass ihr heute wieder bei mir reinschaut. Es ist Herbstzeit, es ist Kastanienzeit und wir basteln heute einen Hahn. Dazu brauchen wir so einen Locher, drei Kastanien, eine Feder, Kleber, Schaschlikspieß, Schere, Taschenmesser und ein rotes Blatt Papier. Dann würde ich sagen, legen wir mal los. Also, eine kleine Kastanie, eine große und eine mittlere. Fangen wir doch mal an. Als erstes basteln wir den Kopf und den Hals von unserem Hahn. So, da knicken wir ein bisschen was runter. Spitzen das schon zu an einer Seite. Seht selber, das geht ratzfatz. So. Und dann bauen wir schon mal den Kopf und den Hals zusammen. So, da ein Loch rein und das andere. Jeweils da unseren Doppelspieß drauf, ihr seht es selber. Zack. So, dann kriegt ihr jetzt ein Schwanzel. Das ist natürlich auch, was man auf dem Spaziergang gern findet. Im Park oder im Wald oder eben selbst in der Innenstadt eine Feder, eine Vogelfeder, so, und schon hat er sein Schwanzel. Als nächstes braucht der zwei Augen. Die kriegt er jetzt auch spendiert. Da nehmen wir jetzt zwei solche Konfettis, nennen wir es mal so, von dem Locher. Da malen wir da vorne schnell mit schwarzem Stift Pupillen drauf, damit das Ganze ein bisschen lebendiger wirkt. So. Damit es kein großes Tohuwabohu gibt, kurz über unseren Kleber drüber und aufgeklebt. So, das drücken wir mit der Ahle, mit diesen Stechdorn fest. Dann halt nicht klump. Andere Seiten. So, ja. Weil es ist doch immer so ein Viecherl mit Augen wirkt der gleich viel lebendiger. So, der Hahn braucht natürlich auch einen Schnabel. Den basteln wir jetzt auch gleich. Das ist auch ratzfatz gemacht. Wir nehmen jetzt hier einfach das kurz so doppelt, das Papier. Dann an das ein bisschen zuschneiden, spitz. Der Schnabel vom Hahn ist bekanntlicherweise spitz. So. Hinten ein bisschen Kleber drauf. Rein damit. Und schon hat er seinen Schnabel. Ja, seht ihr es? Aber ich habe völlig recht, der Hahn hat auch diesen Hahnenkamm oben auf seinem Kopf. Auf den er, glaube ich, sehr, sehr stolz ist, der Hahn. So, den schneiden wir auch aus. Machen hier einen kleinen Falz rein und kleben das Ganze auf. So. Na, jetzt hält der Hahnenkamm gerade sehr gut an meinem Finger. So. So, schaut er doch schon aus wie ein richtiger Hahn, oder? Jetzt müssen wir unsere Figur bloß noch auf Beine stellen. Zwei gleich große Teile abschneiden. Die spitzen wir wieder an beiden Enden an. Und
Nochmal. Und nochmal. An die Unterseite von unserer Seite von der Kastanie, der flachen Seite, bohren wir zwei Löcher hinein. Stecken da die beiden Beine rein und jetzt noch zwei Gegenlöcher in die große Kastanie, auf der unser Hahn jetzt gleich steht. So, ein bisschen festdrücken das Ganze und fertig ist unser stolzer Hahn aus Kastanien. Weitere tolle Bastelideen findet ihr auf kinderautor.de. Ihr dürft uns gerne liken, ihr dürft gerne den YouTube-Kanal abonnieren und ich freue mich, euch wieder zu sehen. Macht es gut, bis dann. Für den Servus, euer Olli.